Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich euch ja schon in meinem Temu-Haul gezeigt, was ich mir von Temu alles aussuchen durfte. Und heute schminken wir einfach mal einen kleinen Look damit. Temu hat mir ein Gutscheinpaket zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr die App das erste Mal runterladet und meinen Code eingibt, könnt ihr ein Gutscheinpaket von 100 € bekommen. Allerdings ist das wieder gestaffelt, sodass wer mehr bezahlt, mehr Rabatte kriegt. Ja, ich starte einfach mal jetzt. Die Dinge, die ich nicht habe, werde ich natürlich einfach off-camera ein wenig ergänzen. Wir starten einfach mal mit Lidschatten, würde ich mal sagen. Ich habe mir einmal die Mafic Lidschattenpalette Leopard Shadow ausgesucht. Das ist dieses gute Stück. Die hat einige dunkle Farben drin. Da bin ich schon mal gespannt, wie die auf dem Auge rüberkommen. Und dann habe ich mir einen Mono-Lidschatten ausgesucht. Der ist von der besonderen Marke. Ich werde euch auch alle Informationen und so weiter hier nochmal einblenden, wie teuer die waren. Und unten in der Infobox findet ihr auch meinen Affiliate-Link zu den einzelnen Produkten. Das ist dieser. Der zweite Teil oder beziehungsweise der zweite Lidschatten, das zweite Lidschatten-Ding, was ich mir ausgesucht habe, ist dieser. Das ist die Farbe 07 und das ist ein, ich würde sagen, Duochrom. Also der sieht relativ gold aus, hat aber eine, ja, Bordeaux-rote Base, so eine dunkle, dunkelbraun-rote Base. Finde ich auf jeden Fall interessant. Der wird natürlich auch mit reingenommen werden. Für die matten Töne gehe ich in diese Lidschattenpalette. Da ist ein kleines bisschen rausgebrochen gewesen, aber ansonsten ist die Heile bei mir angekommen. Macht auch auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Ich hole mir einfach mal meine Pinsel hierher und dann starten wir mal mit dem Look. Als erstes starte ich mit der Farbe Playful. Die sieht nämlich richtig schön hell aus. Das ist im Prinzip auch, glaube ich, die hellste Farbe in der Palette. Und nehme die mir einfach auf dem Pinsel auf. Ich glaube, man sieht auch direkt mal die Farbe auf dem Pinsel. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Geprimed sind die Augen. Das mache ich ja eigentlich immer so. Und den nehmen wir jetzt einfach mal für den oberen Part, um das so ein bisschen zu verblenden. Ja, gibt auf jeden Fall ein bisschen Farbe ab, ein bisschen rosa Farbschimmer. Aber nicht zu viel, sodass ich hier auch nochmal einen anderen Farbton einbringen kann gleich. Dann gehen wir in den weiteren Ton. Denn hier gibt es noch einen zweiten hellen Ton. Das ist der Ton Lust. Und da tippen wir jetzt einfach mal rein und setzen mir den hier vorne hin. Und schauen, ob ich den als kompletten Crease-Ton benutzen werde oder nur im vorderen Bereich. So, der lässt sich aber, würde ich mal sagen, ganz gut auftragen. Den setze ich mir jetzt einmal in die komplette Crease, um da einfach einen kleinen Übergang zwischen dem ersten Ton zu bekommen und aber vielleicht auch gleich einfach noch den zweiten oder dritten Ton zu nutzen zu können, um ihn zu verdunkeln. Das ist ein wunderschöner, ich würde sagen, Fliederton. Der kommt ein bisschen dunkler im Pfännchen rüber, als er jetzt auf dem Auge bei mir rüberkommt, ist aber nicht weiter schlimm. Der hat so einen leicht bläulichen Unterton, geht aber doch ins Lila rein. Ja, so ein schöner Frühlingsfliederton auf jeden Fall. Gut geeignet für den ersten Crease-Ton oder aber auch bei dunkleren Häutchen vielleicht sogar noch zum Setten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei mir lässt er sich auf jeden Fall sehen. Dann kommt der zweite Ton. Ich würde mal sagen, ich gehe mit der Reihe weiter und gehe in den Ton rein und trage mir den als zweiten Verdunklungston in der Crease auf. Nehme dafür einen bisschen fester und schmaleren Pinsel. Und tupfe da jetzt einfach nochmal rein. Der lässt sich gut aufnehmen. Den tragen wir hier vorsichtig auf, sodass da nochmal ein bisschen dunkle Farbe rüberkommt. Oh ja, zack ist er da. Da brauche ich nicht viel tun. Der ist einfach direkt mal da. Meine Töne oder beziehungsweise die Lidschattentöne nehme ich auch immer ganz vorsichtig auf. Das heißt, ich dippe nur ganz eben rein und versuche das dann erst immer aufzubauen, anstatt dann sofort extreme Farbe zu haben und dann nicht mehr zu wissen, was man damit machen soll. Das ist für mich immer die einfachste Variante. Für mich immer einen Tacken besser, einen Tacken schöner, als wenn ich dann zu doll reinhaue und dann einfach mit zu viel Farbe auf dem Gesicht lande oder beziehungsweise ende. Ich gehe jetzt noch einmal in den Fliederton rein und verbinde und verblende den dunkleren Lilaton mit dem Fliederton nochmal, um einfach schönere Übergänge zu schaffen. Und auch das funktioniert richtig, richtig gut. Für den Außenwinkel brauche ich eigentlich immer noch einen dunkleren Ton, denn durch die Schlupflider wirkt das Auge sonst immer gedrungen und wenn ich einfach hier ein bisschen dunkler werde und dunkler höher gehe, verdeckt es so ein bisschen das Schlupflid. Und ich würde mal sagen, wir gehen in den Ton Temperance, das ist dieser dunkelbraunton und den trage ich mir jetzt einfach im Außenwinkel auf. Dafür nehme ich einen ganz, ganz kleinen, dünnen, schmalen Pinsel, der so ein bisschen gerade gebunden ist und nehme diesen dunklen Ton, diesen dunklen, dunklen Braunton einfach auf und trage den mir hier mal so ein bisschen hin.
Ne? Macht auf jeden Fall ein schönes, dunkles, dramatisches Auge, dieser Palette. Aber das war auch im Vorhinein klar, denn wenn man das einfach gesehen hat, wie dunkel diese Palette wird, ist das irgendwo logisch, dass die dann doch sehr dramatisch sein kann. So, das war erstmal das alles aus der Palette. Ich möchte gerne den Ton noch benutzen. Ich weiß nicht, ob der hundertprozentig dazu passt, aber der muss einfach sein, oder? Ich habe den das erste Mal in meinem Holz schon einmal geswatcht. Der ist einfach wunderschön, super, super weich. Also man muss wirklich aufpassen. Man zerstört sich diesen Ton relativ schnell. Und ich glaube, der lässt sich echt gut aufnehmen mit dem Finger und einfach über das bewegliche Lid tupfen. Ja. Der lässt sich wunderbar verteilen. Wunderbar einfach mit dem Finger aufnehmen. Und man hält einen wunderschönen Shifty-Ton. Ich weiß nicht, ob ihr den Shift unbedingt seht, aber ich sehe auf jeden Fall einen Shift von diesem Goldgrün hinüber zu dem eher ja, rötlichen Ton darunter. Mega. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich muss mir einmal hier so ein bisschen noch den Vorlack wegmachen und dann machen wir weiter mit meiner Foundation. So, Foundation. Ich habe mir hierzu die La Mila Foundation ausgesucht. Das ist die Light Concealer Foundation Liquid. Light Concealer Foundation Liquid. Ja, da steht zweimal drauf. Ich meine, ich hätte mir die in der Farbe 2 ausgesucht. Lasst euch nicht von dem Tübchen täuschen. Die ist eindeutig ein bisschen dunkler, als sie in dem Tübchen aussieht. Und das ist nämlich die Foundation. Ich trage sie mir jetzt einfach mal mit einem Schwämmchen auf und schau mal, wie die Deckkraft ist und wie die auf dem Gesicht sitzt. Foundation wird ein Tacken zu dunkel sein. Weiß ich selber, ist sehr orangestichig, aber es kommt hier jetzt nicht auf die Farbe an, denn bei einer Farbe kann man sich immer mal wieder vertun. Gerade wenn man irgendwie online was kauft, sondern es kommt ja wirklich auf die Deckkraft an und auf das, wie die Foundation dann auch wirklich funktioniert. Und im Moment jetzt halt nicht so doll auf die Farbe, obwohl so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Ich tupfe die mir jetzt einfach mit so einem Schwämmchen ein. Und verteile sie mir komplett über mein Gesicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe vorab schon meine Augenbrauen gemacht, dass ich die nicht irgendwie komplett zerstöre. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier mit der Spitze rein und trage sie mir einmal auf. Hat übrigens einen leichten Geruch drin. Muss ich mir mal ein bisschen weiter runterziehen heute. Einen leichten Geruch hat sie auf jeden Fall. Aber nicht irgendwie übel oder nicht parfümiert, sondern eher so wie so eine ganz normale Creme. So eine gepflegte, etwas teurere Tagescreme, würde ich sogar schon sagen. So, ich nehme mir einmal meinen kleinen Spiegel zur Hand und schau mal, wie die auf meinem Gesicht sitzt. Ja, die ist ein bisschen orangestichig, würde ich sagen. Aber dafür, dass die eigentlich sehr, sehr dunkel aussah, finde ich die gar nicht mal allzu schlimm. Oder was sagt ihr? Sitzt auf jeden Fall schön. Sie sitzt nicht auf der Haut. Sie ist direkt mal eingezogen. Und ich glaube, wenn man den richtigen Farbton treffen würde und auch bekommen würde, wäre die gar nicht mal so schlecht. Ja, kann ich mir gut vorstellen, da nochmal irgendwie eine zweite Farbe zu besorgen. So, ich mache mal einmal von Concealer drauf und einmal pudere ich ein bisschen ab. Und dann sehen wir uns gleich mit den anderen drei Face-Produkten wieder. Jetzt kommen die drei Produkte rein. Ich hatte mir einmal einen Bronzer gekauft. Den verlinke ich auch mal da oben. Ganz witzig ist, dass bei diesem Bronzer nicht nur hier das Produkt drin ist, sondern ein zweites Produkt in der gleichen Farbe auch nochmal da unten ist. Ich fand das eine ganz witzige Sache. Ich habe das irgendwie nicht erwartet. Ich hatte hier erwartet, dass da irgendwo ein Spieglein drin ist oder hier nochmal irgendwie so ein Puffel oder so und dass man den Bronzer irgendwie aufträgt oder ein kleiner Spinsel ziehen. Nein, es ist einfach nochmal ein zweiter Bronzer mittendrin. Dafür kriegt man einfach einen Prall. Zu dem gleichen Preis einfach mal zwei Produkte. Dann habe ich einmal noch mal diesen Blush. Der ist mega süß. Ich glaube, ihr seht das. Das ist nämlich einfach ein durchsichtiges, holographisches Plastikteilchen. Und, oder Verpackung nennt man das ja nicht, Plastikteilchen. Und das ist einfach mal der Blush. Der hat eine wunderschöne Prägung drin. Der nennt sich, oder beziehungsweise da auf der Prägung steht Girls Blusher. Den habe ich übrigens in der Farbe 03. Steht bei dem Bronzer auch irgendwas drauf? Ja, den habe ich in der Farbe 02. Und dann habe ich mir nochmal einen Highlighter gekauft. Der ist eigentlich recht witzig gemacht. Hier unten ist der glatt, sodass man ihn auch wunderschön irgendwo so auf den Tisch stellen könnte.
oder beziehungsweise auch irgendwo lagern kann. Und man hat hier zwei Einkerbungen, sodass man das Käppchen wunderbar abnehmen kann. Und dann hat er einfach mal eine super süße Prägung, so ein bisschen mondlandschaftmäßig. Der heißt übrigens Lunar Glow Highlighter von Mafic, genauso auch wie die Lidschattenpalette von Mafic war. Ich bin gespannt, wie der auf den Wangen rüberkommt. Ich hatte mir den mehr oder weniger eher für den Inner Corner geplant, aber erstmal machen wir den auf den Wangen. Ich fange mal mit dem Bronzer an und gebe mir den grob in meinem Gesicht auf. Der wirkt sehr rötlich. Ich bin gespannt, wie der, oder orange, stichig, wie der auf meinem Gesicht dann rüberkommt. Ich nehme dafür einfach einen fluffigen Bronzerpinsel und setze mir den da an, wo ich Bronzer haben möchte. Kommt er rüber? Kommt er nicht rüber? Doch, auf jeden Fall kann man ihn gut erkennen. Ich bin jetzt auch wirklich vorsichtig, sodass da nicht zu viel rüberkommt und dass ich den irgendwie gut verteilen kann. Denn man weiß ja nie, wie so ein Produkt sich wirklich auf der Haut verhält und wie das Produkt sich mit der Haut verbindet. Das ist nämlich immer wieder so eine spannende Sache. Passt das Produkt zu mir? Passt es nicht zu mir? Ich glaube, dieser Bronzer ist echt wunderschön im Sommer, wenn man so oder so schon so ein bisschen gebräunt ist. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf extrem käsiger Haut, aber gerade mit der Foundation, glaube ich, funktioniert das recht gut. Ist jetzt auch nicht fleckig geworden oder so, sondern er hat sich einfach zack, zack, schnell irgendwie überall hinblenden lassen. Nochmal ein bisschen die Nase so halb konturieren. Ich konturiere so oder so nicht richtig. Und wirklich vorsichtig aufgeben. Ja. Seht ihr das? Ganz einfach. Der liegt irgendwie ganz sanft, ganz seicht auf der Haut und hat noch nicht mal das Gefühl, dass man irgendwie was aufgegeben hätte. Ich trage den mir immer so ein bisschen im Haaransatz auf. Und blende den auch hier so ein bisschen runter. In den Ohren blende ich den auch nochmal runter. Sieht gar nicht mal verkehrt aus. Klasse. Wirklich klasse. Und dann, man hat ja bald zweimal den Bronzer irgendwo noch drin in diesem Ding. Also ich glaube, man hat da eine ganze Zeit lang was von diesem Produkt. Wenn man die richtige Farbe hat, auf jeden Fall machbar. Machbar schön. So, jetzt geht's weiter mit dem Blush. Den finde ich ja so toll. Also den finde ich richtig, richtig gut. Und ich gehe da mit einem Blushpinsel rein. Eigentlich meine Lieblings-Blush-Pinselform und versuche mir da jetzt einfach grob das Produkt aufzunehmen, denn das hat so ein bisschen von hell nach dunkel eine Prägung drin. Oder oh. Ich bin fertig mit Blush. Wow, richtig schön. Ich gehe jetzt noch mal grob rein und verteile mir den so ein bisschen, aber also so viel. Farbe, Pigment hätte ich gar nicht bei dem Blush erwartet. Aber wunderschön. Oder liegt das jetzt einfach nur an mir? Nee. Oder? Der wirkt so frisch, so mal eben gepudert, eben geblusht. Also, ich mag ja so oder so gerne Blush, aber der ist wunderschön. Also der ist wirklich wunderschön. Und dadurch, dass man ja so ein bisschen von hell nach dunkel geht, kann man sich aussuchen, wo man gerne mit dem Pinsel reingeht oder wo man gerne hingehen möchte, ob man sich den ein bisschen nach vorne hin ein bisschen heller zieht oder nach hinten hin ein bisschen dunkler. Jetzt auch noch ein bisschen nach unten, damit ich da nicht irgendwelche komischen Ansätze habe. Wow. Wow. Also wirklich, wow. Mega. So. Ein wenig tricky wird, glaube ich, der Highlighter, denn der changiert so ein bisschen zwischen Blau und Grün. Ich bin gespannt, wow, wie der harmoniert mit meinem Blush und sonst wird er halt nochmal im Inner Corner aufgetragen. Lässt sich auf jeden Fall mit dem Pinsel aufnehmen und man sieht so ein bisschen die einzelnen Glitzerpartikel. Der changiert auch so ein bisschen golden. Ich vermute, dass er jetzt einfach nicht hundertprozentig jetzt mit dem, ja, der hat grobe Glitzerpartikel drin. Der hat sehr grobe Glitzerpartikel drin. Vermutlich besser nicht als Highlighter geeignet, sondern eher im Inner Corner. Da werde ich den jetzt auch gleich auftragen. Aber wer jetzt so ein bisschen gröberen Highlighter auch gerne mag, ist ja gar nicht mal so schlecht. Also er gibt auf jeden Fall Farbe ab und einen schönen, schönen Glanz. Allerdings etwas mit gröberen Glitzerpartikeln. Man sieht die einzelnen Partikel so ein bisschen auf der Haut. Finde ich jetzt aber nicht gerade schlimm. Ich mag sowas eigentlich. So, jetzt nehme ich den nochmal und setze ihn in den Innenwinkel. Einfach mit so einem kleinen, eigentlich Lippenpinsel. Guck, dass der irgendwie aufgenommen wird. Da ist er auch schon. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gesehen und gebt mir den einfach im Innenwinkel auf. Ja! Ne? Also da macht er wirklich seinen Job. Da leuchtet er wunderschön.
Das ist so auch, wo ich den eigentlich für gedacht habe. So ein bisschen als Lidschatten und noch nicht mal irgendwo als Highlighter. Da macht er nämlich wirklich einen schönen, schönen Glow im Innenwinkel. Und da kann man den wirklich für benutzen. Und da liebe ich nämlich auch, wenn das so ein bisschen changiert und so ein bisschen Duochrome-artig angehaucht ist. Das ist immer wunderschön. Und so ein bisschen gröbere Glitzerpartikel auf dem Auge wirkt nämlich immer toll und dann kaschiert das so ein bisschen die Fältchen. Kann natürlich, beziehungsweise ich brauche das so langsam. So, ich glaube, den sieht man wunderbar. Als Highlighter im Innenwinkel. Wunderbar. So, unterer Wimpernkranz. Muss ja natürlich auch noch sein. Welche Farben haben wir genommen? Welche Farben nehmen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, ich möchte gerne in dieses Dunkelrot rein. Gehe jetzt einfach mit einem kleinen, schmalen Pinsel rein und trage mir den am unteren Wimpernkranz auf. Der nennt sich übrigens Intense und der ist Intense. Gucken wir da auf dem Auge rüber. Ja. Uiuiuiui, der ist wirklich krass Intense. Den trage ich mir jetzt ungefähr bis zur Mitte auf und auch nach außen hin nehme ich auf jeden Fall einen helleren Lidschatten oder nach innen hin, damit ich mein Auge nicht schließe, sondern durch den Trick einfach so ein bisschen mehr öffne. So, ich mache den mir einmal vorsichtig an meinem Mikrofasertuch ab und dann gehe ich in den Last, in diesen hellen Fliederton rein von vorhin und trage mir den hier vorne auf und verbinde einfach die beiden Töne miteinander. Denn sonst wirkt mein Auge einfach zu klein, weil es sich dann schließt und durch den dunklen Lidschatten im Innenwinkel. Und ich würde mal sagen, dann versuchen wir gleich nochmal mit einem etwas dünneren Pinsel, mit so einem Pinsel, nochmal einen Schimmerlidschatten aufzutragen. Und ich würde sagen, der oder der passt am besten dazu. Ich versuche mal, den Passion-Ton damit aufzunehmen. Gucken, die sind so ein bisschen squishy. Ob der, ja, der lässt sich aber gut aufnehmen. Den einfach im Innenwinkel aufzutragen, glaube ich, funktioniert ganz gut. Und ansonsten müsste man halt so ein bisschen mit irgendwie einer feuchten Textur oder mit einem Fixing-Spray arbeiten. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme den nochmal grob auf. Da ist er. Und dann gehe ich einfach mal und sprühe den mir einmal so ein bisschen an und lasse das Produkt so ein bisschen runterlaufen. Denn ich möchte ja wirklich eher einen feuchten Lidschattenpinsel haben. Und das eignet sich eigentlich immer recht gut. Man kann das oder man kann auch Wasser nehmen. Ich habe jetzt aber kein Wasser da. Und dann kann man im Prinzip diese mehr squishy Texturen schon fast als Eyeliner benutzen. Und dann malen sie auch 10-mal besser einfach. Als jetzt ohne Feuchtigkeit. Dann lassen die sich nämlich meistens richtig, richtig gut aufnehmen. Und auch richtig, richtig gut verteilen. Das sieht man nämlich jetzt, glaube ich, auch. Nur gewusst, wie ich habe eine Zeit lang wirklich alle meine Lidschattentöne komplett mit Wasser bedupft und dann die erst irgendwie benutzt, weil das für mich einfacher war und weil ich dann einfach eine schönere Farbabgabe habe. Und so kann man das halt mal machen. Ja, jetzt komme ich zum, müsste eigentlich mein letztes Produkt sein, wenn ich es finde. Jetzt komme ich zum letzten Produkt aus meinem Temu Haul. Das ist ein Eyeliner. Ich glaube, das habe ich gar nicht in meinem Haul gezeigt. Seht ihr das? Jetzt einfach mal eine süße, süße Prägung drauf, beziehungsweise ein Druck, ein Print drauf. Das ist einfach mal ein kleiner Teddy mit einem, ich würde sagen, einem kleinen Häschen oben drauf. Habt ihr das gesehen? Mega, oder? Die Marke nennt sich Dragon Race, Rani, Dragon, auf jeden Fall irgendetwas mit Dragon. Und das ist einfach ein Eyeliner, der changiert ein wenig. Der changiert zwischen einem Kupferton und einem helleren goldenen Ton, so ein bisschen, so ein Grüngold. Und den trage ich mir jetzt einfach mal hier auf meiner Wasserlinie auf. Gucken, wie gut er funktioniert und ob der auf der Wasserlinie auch malt. Denn dafür ist für mich eigentlich immer so ein Eyeliner, so ein Kajalstift da. Ja, der malt. Ich glaube, man sieht den Unterschied wirklich gut, oder? Das ist einmal mit und das ist einmal ohne. Der passt haargenau jetzt zu dem unteren Wimpernkranz. Ich blende jetzt nochmal einmal den unteren Wimpernkranz ein bisschen aus mit Playful. Das war ja der hellste Ton in der Palette. So ein Rosé-Ton, um das einfach nochmal ein bisschen sanfter übergehen zu lassen. Wenn man natürlich feste da in diese Lidschatten reingeht, dann hat man ein bisschen Kickback drin. Aber ansonsten sehe ich so gut wie kein Kickback im Fännchen. So. Ich mache mir noch einmal meine Wimpern, ich tusche mir die noch einmal und dann sehen wir uns gleich zu meinem Endergebnis wieder.
So, da bin ich schon wieder. Das ist mein fertiger Look mit meinem Temu Haul Produkten. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr das so erwartet? Hättet ihr so ein wunderschönes Ergebnis erwartet? Ich muss sagen, ich bin echt glücklich, dass ich mir diese Produkte aussuchen durfte. Was meine absoluten Top-Produkte sind, ist einmal dieser Duochrom-Lidschatten. Der changiert wirklich wunderschön zwischen einem Grün-Gold und hat einfach mal eine bräunlich-rötliche Base. Ich glaube, die Base sieht man auf jeden Fall. Und das sieht man auch auf dem Auge. Also man kann den vermutlich mit verschiedenen Lidschatten einfach kombinieren und erhält einfach mal immer wieder eine neue Farbe, eine andere Farbe. Der ist sehr, sehr metallisch, würde ich den beschreiben. Der hat keine groben Glitzerpartikel drin oder so. Er lässt sich ganz einfach über einen Primer auftragen. Ich habe noch nicht mal irgendwie einen extra Primer benutzt und super, super einfach, super, super simpel. Dann für den Innenwinkel, aber auch für als Lidschatten finde ich den total schön. Als Highlighter würde ich den jetzt nicht unbedingt nochmal benutzen, aber gerade auf dem Auge, der hat grobe Glitzerpartikel drin. Den kann ich auch nochmal swatchen. Grobe, seichte Glitzerpartikel einfach drin. Das ist so ein schöner Topper, den man, glaube ich, über verschiedene Lidschattenprodukten auf jeden Fall tragen kann. Man muss den auch nicht mal irgendwie dick und fett aufgeben, sondern man kann ihn einfach wunderschön über irgendwelche Lidschattenprodukte tragen. Top-Produkt finde ich auch den Eyeliner. Also der sitzt gerade auf der Wasserlinie wunderbar, hat eine gute Farbabgabe, ist nicht zu weich und zu squishy, sodass man das Gefühl hat, der würde jeden Moment immer wieder abbrechen. Ist aber auch nicht so hart, dass man ihn auf der Wasserlinie nicht auftragen kann. Und der Blush. Der Blush ist einfach wunderschön. Der hat eine wunderschöne Intensität. Nicht so krass, dass man Angst hat, dass man irgendwie sofort zu viel hat, sondern es ist im Prinzip genau das, was ich an so einem Blush gerne mag. Es ist noch nicht mal die Farbe, aber die Farbe sieht gesund aus, die sieht lebendig aus und ja, die Prägung, aber auch die Verpackung sind richtig, richtig schön und richtig, die fühlt sich hochwertig an. Die fühlt sich nicht wie günstiges Plastik an, was nach einer Minute zerbricht, sondern die fühlt sich richtig, richtig schön an. Kann ich nur sagen, top. Freut mich richtig, dass ich mir den aussuchen durfte. Ich zeige euch nochmal meinen Look. Und ja, ich würde mal sagen, liked, abonniert, subscribed. In der Infobox findet ihr alle Informationen zu Temu, zu den einzelnen Produkten. Sind natürlich Affiliate-Links. Ja, darüber erkennt Temu, ob ich das richtig gemacht habe oder bekommt man da sogar eine kleine Provision zu. Ich habe noch keine Ahnung. Ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Schreibt mir doch gerne, was hättet ihr denn gerne? Was soll ich denn nächste Mal für euch von Temu testen? Oder aber auch, welche Produkte fandet ihr jetzt am besten? Ich würde mal sagen, die Foundation ist ein Tacken zu dunkel. Ich glaube, das sieht man da. Könnte aber im Sommer recht gut sein. Die klebt jetzt nicht. Ich habe sie halt auch gesettet. Die war so ein bisschen luminous, also noch nicht mehr irgendwie totmatt oder so. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Tschüss!